Hallo, hi zusammen. Willkommen zur Folge 113 der Sweet Legacy Challenge. Wir sind noch hier. Ich habe die mal ins Bett geschickt, die anderen. Und die Jackie, die wird jetzt noch ein Geschenk öffnen. Ich hoffe, die macht das auch, weil ich habe das ihr nicht angewählt. Da stand es einfach da. Genau, wie schön. Du kriegst auch ein Geschenk. Donnerwetter. Wandfernseher von Genie Vision. Also Fabiano muss nicht zur Arbeit. Der ist für jetzt noch krank gemeldet. Aber in 9 Stunden der andere Job dann nicht mehr. Da muss er noch hin. Tommy hat heute frei. Da würde ich sagen, wir gehen gleich mal nach Hause, wenn die dann wach sind. Guten Morgen, Jackie. Du bist nicht ganz fit, aber ist egal. Sie will sich einfach grob vorstellen, weil gemein ist. Okay, kriegen wir hin. Ah, Baked Alaska, das kann sie ja selber herstellen. Oh, Schokobiscuits. Was kaufen wir? Sophie, komm du auch mal aus dem Bett. Kannst ja gleich mal umziehen. Ja, mit Pulli, warum nicht, ne? Es ist ja kalt. Du gehst zur Arbeit. Ob wir es noch nach Hause schaffen, weiß ich nicht. Ich hoffe ja mal. Aus Mount Komorebi Bäckerei rauswerfen. Was heißt das denn bitte? Ist das falsch übersetzt? Ist das dieser Shoutout? So, ich bin jetzt mal im Sozialhase drin. Sie hat 825 Follower. Wow, das ist ja mega cool. Ich habe Shoutout immer noch nicht gefunden. Was soll man hier vernachrichten? Cindy, ich bin so froh, mit dir befreundet zu sein. Und sie sagt wahrscheinlich, ja, Mama. Wow. Ja, du hast Hunger, aber ich würde gerne Shoutout machen. Wisst ihr was? Wir drücken einfach das hier. Aus Mount Komorebi Bäckerei rauswerfen. Was auch immer. Ich weiß nicht. Quaver. Ja, du hast Hunger. Oder muss ich auf dich klicken dafür? Für Shoutout. Also was geht doch am Handy, Mann, oder? Ja, sehr interessant. Nicht. Sophie hat 350 Follower dazu gewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 7224. Das ist tatsächlich Shoutout. Sophie Morelli hat einen Shoutout auf Montgomery Bäckerei gemacht. Sehr merkwürdig formuliert, Leute. Mit Freunden reden. Mhm. Mit den Unsichtbaren, ich verstehe schon. Wir werden jetzt aber nach Hause gehen. Da sind wir. So, meine Liebe. Du musst ja gleich auf Arbeit. Und du hast einen riesen Hunger. Okay. Oh nein, hier ist noch der Ball von den Hundis. Okay, das kommt hier rein. Das können wir mal verkaufen. Endlich ist sie die Hausaufgaben los. Wer kennt das nicht, ne? Ein so gutes Gefühl. Was? Hast du vergessen, was du machen sollst? Guck mal, du kannst die Schüsseln leeren. Das zuckelt noch. Na, ich muss mal gucken, was da ist. Mit Jonas plaudern. Ja, ich habe den Jonas, glaube ich, mitgenommen, oder? Ich glaube schon, wer stinkt denn da einfach auf der Toilette? Zum neuen Job gratulieren. Zum neuen Job stand da, genau. Ein bisschen richtiges Deutsch können wir auch noch hier rausquetschen. Hey, oh, sie klatscht sogar. Red mal vom Partys schwärmen. Du Mama, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, weißt du? Es gibt auch Partys. Hier. Das echte Party-Löwin heißt das. Natürlich, die sind. Hey. Da ist noch eine Pizza drin. Servier das dann bitte. Tschüss, Sophie. Viel Spaß auf Arbeit. Walte deines Amtes, meine Liebe. Du wirst es doch jetzt nicht mit hochnehmen. Ja, leg's ruhig dahin. Das sieht völlig normal aus. Ja, kein Problem. Ist sie noch gut? 4 Stunden. Weglegen. Ja, du bist so traurig. Dann haben wir Post. Rechnung? Wir haben Post. Du kannst es mal sauber machen. Und dir ein schönes Bad genehmigen. Lavendel. Ich glaube, Lavendel macht konzentriert. Stinky, Tommy. Ab in die Wanne mit dir. So,
So, dann dünge mal. Das müsste dort zählen, oder? Wenn das kein Fliegen ist, Tatsache. Wenn das funktioniert, dann gieß mal noch, bitte. Oh, du machst das auch hier. Nur du hast keinen Erfolg, ne? Jonas, sag nicht, du machst das schon seit mitten in der Nacht heute Morgen, ja. Zurücksetzen. Ja, du bist erlöst. Red mal über Kunst. Und ein bisschen Fäkalhumor. Einen schmutzigen Witz erzählen. Na, heute ist besser Wetter. Gestern war ja voll eisig da in Montgomery. Das ist immer eisig. Oh, das klingt nicht gut. Irgendwer ist hier anscheinend kranky. Also irgendwie ist sie hier kranky. Absolut inspiriert. Hm. So, Cindy, dann teleportiere dich mal hier nach oben, bitte. Und weg hinfort. Da bin ich wieder. Sehr schön. Das ist so cool einfach. Dann probier mal dein Lappy aus. Programmieren üben, Bestellungen, Kontakt knüpfen. Comedy. Einen kurzen Auftritt verfassen. Ich glaube, das können wir mal machen. Das wollte ich eigentlich schon in der Highschool mal gemacht haben, dass wir dort in der Schule halt diese Bühne benutzen hätten können. Aber hat nicht mehr hingehauen. Sie hat einfach so viel zu tun. So, mitten in der Midlife-Crisis hat Fabiano beschlossen, das Gitarrespielen sein Ding ist. Ich habe ihm noch nicht mal die Geige gekauft. Aber gut, dann braucht man ja die Geige vielleicht nicht mehr kaufen. So, wir werden noch ein bisschen hier bleiben, aber auch bald das Grundstück verlassen. Wann kommst du denn nach Hause? Um 15 Uhr. Das ist gut. Dann gehen wir um 15 Uhr nämlich zum Friedhof, wenn die Sophie da ist. Aha. Okay, er hat ja Arbeit. Dann wird er vielleicht nicht dabei sein. Oder er holt sich einfach frei. Hallo, ich will Urlaub nehmen. Ich kann keinen Urlaub nehmen. Dabei habe ich 5 Tage. Also Fabiano kann sich anscheinend keinen Urlaub nehmen. Es steht hier nirgends. Schade, ich will eigentlich, dass er mitkommt. Um 15 Uhr. Was? Feuer? Ach nein. Oh nein. Kannst du das löschen? Mit Magie? Chilio. Schnell. Benutze die Teleportation. Jetzt kommt sie die Treppe runter. Oh nein. Cindy, geh nicht so nah ran. Warum? Ich kann alles. Okay. Also liegt es daran, dass du krank bist. Nur wegen der Pizza hier. Ich hoffe, die Pizza hat sich gelohnt. Das ist eine Margarita. Ja, okay. Fabiano kann sich Urlaub nehmen. Hier, bezahlt einen Urlaub. Genau, da brauchen wir gar nicht hier auf das Telefon klicken. Macht man den Reinigungsvorgang. Und das können wir mal ersetzen. So, die Cindy wird mal die Grabsteine ins Inventar kriegen. Jetzt habe ich immer noch nicht das Inventar ein bisschen aufgeräumt, ne? Die kommen mit. Die zwei einfach. Sophies Grabstein. Der ist eigentlich makaber, ne? Also, ich weiß nicht, ob wir den wirklich hinstellen wollen. Oh. Ich kann ja noch ihre Tigermütze ins Inventar stecken. In den Kleiderschrank stecken. Oh, da brauchst du gar nicht wach sein für. Das Objekt orangene Tigermütze ist in Erstelleinzimmers für alle Haushaltsmitglieder verfügbar. Aus den Federn, Fabiano. Du hast hier was zu tun. Hier. Level 3 der Geschicklichkeit wäre noch ganz cool. Kriegen wir noch hin. Oh, der muss selber auf Toilette. Umso wichtiger, dass du das mal ein bisschen reparierst. Ja. Willkommen zu Hause, Sophie. Braucht einen Tag frei. Oh oh. Da wird doch nicht schon wieder ein Burnout kommen. Stressiger Arbeitstag? Ich habe sie nicht fleißig arbeiten lassen. Wirklich nicht. Ja, hol mal die Post, bitte. Da musst du ganz dringend Pipi machen.
Ich glaube, ich kann mittlerweile echt gut kochen und so. Was? Wir gehen jetzt nicht ran. Wir wissen schon, wir müssen kommen. Wir kommen jetzt auch, ja. Wir gehen jetzt mal los zum Friedhof. Hier ist unser Familienfriedhof. Legacy-Friedhof von Möbel. Findet ihr bei ihm hier in der Galerie. So, da sind wir. Ich habe jetzt natürlich die zwei nicht mitnehmen können, weil ich noch andere mitnehmen wollte. Weil die Jackie wird jetzt auch verabschiedet und das sollte auch ihre beste Freundin, die Missy, nicht fehlen. Und halt auch die anderen Familienmitglieder. Ja, nicht jeder mag den Schnee. So, dann kommt mal alle hier rein. Ich habe gerade gedacht, die werden weg. Charlie van Hardewald ist noch hier und Jolina auch. Wow. Alle einfach versammelt, ne? Wer beschwert sich? Sophie. Ja, Sophies bleibt im Inventar, aber Jackies wird hier hingestellt. So, und den Grabstein von der Cindy, den lassen wir auch hier drin. Kann ja sein, dass wenn die stirbt, also nochmal stirbt, nochmal einen kriegt. Ja, das kann gut sein. So, die Tiere mache ich mal hier hin. Johnny und Sina. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Gräber dekorieren. Das hier ist jetzt Jackies Grab. Da wird sie auch gleich drin verschwinden. Sie kann nicht wieder zurück. Okay. Hätte ich das zu Hause machen müssen? Okay, egal. Wir gucken später mal. Ich zeige euch mal hier die Grabstelle der zwei Hundis von Sina. Verlerne nie dein Betteln nach Futter, du kleine Süße, du. Und das hier ist Johnnys Grabstein. Renne angstfrei über die pastellfarbenen Wiesen des Hundehimmels, lieber Johnny. Ja, er war ja immer unser Angsthase. Ja, und Sina, die war halt einfach Sina, ne? Die hat immer gern nach Essen gebettelt. Ich glaube, der Johnny hat das gar nicht gemacht. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Okay, also den Grabstein muss ich vielleicht nochmal mit nach Hause nehmen. Dass sie dann dort nach Hause gehen kann, also ins Jenseits gehen kann. So, wir werden jetzt ein bisschen trauern. Wer ist denn hier ganz traurig? Du bist traurig. Um Johnny trauern. Und du trauerst mal über Sina. So, wir gehen mal hier rein. Zusammensitzen. Außer du, meine Liebe. Du kannst hier wieder ein bisschen Orgel spielen. Sie hat doch irgendwie Fähigkeitspunkt bekommen. Wie unpassend, Sporttag. Wir tun mal zur Inspiration klimpern. Ja, wer sich erinnert, Cindy war schon mal hier. Damals war sie noch ein Kind. So, du hattest doch genau Fähigkeitspunkt bekommen, weil du ja die Geisteressenz von Fabiano geschlürft hast. Ja, das ist interessant. Missy scheint es zu gefallen. Komm, setzt euch mal hin. Ich glaube, wir sollten ein Lied spielen. Können wir ein Lied spielen? Titelmusik. Das Böseste vom Bösen. Der Vampirjäger. Hilfe, ich bin nicht lebendig. Ja, die Orgel kommt aus dem Vampirpack. Deswegen sind die Titel so passend. Ich weiß nicht, was Miranda da gemacht hat. Hat die vielleicht einen fahren lassen? Wir lauschen mal. Ich glaube, ihr steht ein bisschen dicht.
Aber interessant, das war das erste Orgelgeklimper, was mir irgendwie gefallen hat. Bobby, lass mal sein. Ich spiele noch ein Lied. Das Böseste vom Bösen. Ich würde sagen, zu Ehren von Jackie, aber sie ist eigentlich nur gemein. Lied spielen? Robby, jetzt hau doch mal ab da. Danke. Ja, dann drücken wir es nochmal. Cindy, Cindy. Schön spielen. Gut, wir sind fertig. Wir werden jetzt mal nach Hause gehen. Und ja, ich werde mal den Grabstein mitnehmen, damit die Jackie dann auch ins Jenseits gehen kann. Ach, ich habe ihre Sachen immer noch hier drin. Wir nehmen ihn mit. Ich bringe ihn dann wieder zurück, heimlich. Das nehme ich dann nicht nochmal extra auf. So, da sind wir wieder. Und wer ist das? Enele, ein Garter, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer du bist. So, ihr sollt auch mal herkommen. So. Ach so. Ja, jetzt wo es mir einfällt. Da wollte sich doch noch jemand grob vorstellen. Gemein. Grob vorstellen. Da ist es ja. Ja, Enrico, ich weiß auch nicht. So, ich wollte mich mal grob vorstellen. Weißt du, ich habe das nicht so oft gemacht in meinem Leben. Dabei bin ich voll gemein und ich werde jetzt gleich, nach Hause reisen, in mein jetziges Zuhause. Wieso erzählst du mir das? Ja, weil sie so ist, wie sie ist. Bitten zu gehen. Wegschicken. Ins Jenseits zurückkehren. Das geht wirklich nur zu Hause, Leute. Gut. So, dann drück mal noch deine Nichte. Liebevoll umarmen. Ihm kannst du mal schmeicheln. Oh, wie schön. Ja, die muss ich doch jetzt verabschieden, Leute. Ja. Den kannst du gleich abknutschen. Geht nicht. Ach nein. Oh. Schade, dass sie jetzt traurig ist. Warte mal, haben wir da nicht noch irgendwo so einen Trank gehabt? Stimmungslöser, dann mach das mal. Du musst jetzt nicht mehr traurig sein. Du kannst ja jetzt ins Jenseits gehen, in dein neues Zuhause. Da bekommt man sie. Ja, da kann sie mal auch richtig ihren Fabiano noch abknutschen. Du, erstmal verdorbenes Essen aussortieren. Das ist ja furchtbar hier. An schöne Zeiten erinnern, wie toll. Das machst du auch noch. Ja, das dauert gerade ein kleines bisschen länger als gedacht. Aber wir nehmen uns die Zeit. Immerhin werden wir Jackie nicht wiedersehen. Ach schön. Mit Klavier und alles, ja. Ja. Oh ja, stimmt. Habe ich auch schon gesehen. Die sind ja gar kein Paar mehr, aber was ist das, wenn die abnippeln? Dann, ja. Ist das denen irgendwie egal? Lange streicheln. Die zwei hatten es ja echt nicht leicht gehabt. Fabiano hat ja immer Angst vor Geistern gekriegt und so weiter. Das war ja echt. Das war wirklich schwierig. No. Oh mein Gott, wie süß ist das denn?
Er guckt einfach. Ich glaube wirklich, dass Fabiano das nicht leicht hatte mit seinen Ängsten und alles, ne? Ja. Man muss ihm schon hoch anrechnen, dass er nicht einfach schreiend weggelaufen ist. Weil sie freut sich auch. Drück mir noch deine Schwester. Ja, jetzt bist du ausziehen für immer und so. Ist das Bett für mich alleine? Ist irgendwie doof. Das war jetzt ein Backenkuss, gell? Das gar nicht gesehen jetzt. Nochmal liebevoll umarmen. Shifa! Ayuya! Ja, ganz toll. So, jetzt wird's aber Zeit. Wir haben jetzt 22 Uhr. Ich glaube, oh lala, da wollte ich nicht hin. Ich glaube, sie hat sich nicht bei allen verabschiedet. Vielleicht noch bei Enrico. Moment. Noch umarmen. So, tschüss, Enrico. Mach nicht so viel Solani unsicher. Ach ja. Du kennst ja die ganzen Tricks, die ich dir erzählt habe und so, weißt du? Du musst nicht immer so lieb und nett sein und alles. Du musst auch für dich einstehen, weißt du? Voll wichtig. Ja, noch die letzten Tipps des Lebens hier. Fürs Leben, vom Leben. Ach ja, du wirst mir fehlen. Ja, du hattest wirklich so die Hand aufs Herz gebracht. Tschüssi, Lieblingstante und einzige Tante. Wir sehen uns wieder. Wir wissen ja, wie es läuft und so, ne? Gut. Meine Liebe, hier ist was los, ey. Dann würde ich mal sagen, komm mal hier hin. Dann werden wir jetzt noch Zoo sehen. Was? Familiendynamik eng. Jackie und Cindy. Ja, gerne. Vielleicht meldet sie sich dann öfters aus dem Jenseits. Mit irgendwelchen SMS oder so. Komm her, meine Liebe. Und dann auf geht's zurück. Wenn Jackie ins Jenseits zurückkehrt, wird sie für immer aus dem Haushalt gelöscht, weil sie ihre irdischen Besitztümer einschließlich Familienmitglieder zurücklässt. Aus dem Jenseits gibt es keinen Weg zurück. Also wir wissen, es gibt einen, aber du kannst das gern so hier schreiben ins Spiel. Wir wissen ja, wie es ist. Obwohl, geht es da wirklich nicht mehr? Nein, oder? Wir werden es ja nicht drauf ankommen lassen. Adios, liebe Jackie. Wir hatten sehr viel Spaß mit dir. Wow, fällt mir echt gerade ein bisschen schwer. Auf Wiedersehen. Du musst jetzt gehen. Wow. Jetzt ist Jackie tatsächlich weg. Für immer und ewig vielleicht. Dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.